Um diesen Weg zu beschreiten, haben die Frauen in Deutschland vor 100 Jahren hart gekämpft. Jetzt gehen sie erhobenen Hauptes in den Landtag als stolze Bürgerinnen ihres Landes, die wählen können und auch gewählt werden dürfen. Und sie haben einen wichtigen Grund zum Feiern. Am 12. November 1918 wurde in Deutschland das Wahlgesetz verabschiedet, in der das Wahlrecht für Frauen fest verankert war. Im Jubiläumsjahr 2018, kurz vor dem Internationalen Frauentag, hat das Sozialministerium Mecklenburg-Vorpommerns gemeinsam mit dem Landesfrauenrat MV, dem Frauenbildungsnetz MV und dem IZFG, dem Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung an der Universität Greifswald, zu einem Festakt in das Schweriner Schloss eingeladen. 100 Jahre Frauenwahlrecht, gehört das Thema heute nur noch in die Geschichtsbücher? Ich finde es sehr gut, dass wir heute diese 100 Jahre Frauenwahlrecht auch nochmal in die Öffentlichkeit rücken, weil es ein hart erkämpftes Recht der Frauen ist. Und manchmal habe ich so ein bisschen Befürchtung, dass die ein oder andere Frau, wenn sie nicht zur Wahl geht, dieses Ganze ein bisschen zu locker nimmt. Denn das Frauenwahlrecht selbst ist der Anfang der Emanzipation der Frauen in Europa und in Deutschland gewesen. Und deswegen ein ganz wichtiger Punkt, sowohl zur Wahl zu gehen, als auch die Möglichkeit haben, sich wählen zu lassen. Knapp 170 Frauen, Vertreterinnen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, trafen sich am 5. März im neuen Plenarsaal des Landtages, um über die Vergangenheit und die Zukunft der Frauenpolitik in Deutschland zu diskutieren. Vor 100 Jahren fing ein großer Erneuerungsprozess an, der auch nach dem Zweiten Weltkrieg auf beiden Seiten der deutsch-deutschen Grenze auf unterschiedliche Weise fortgesetzt wurde. Zum einen muss man sagen, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern natürlich in der DDR, wie wir auch heute gehört haben, schon stärker festgeschrieben war. Allerdings in der tatsächlichen Realität von Frauen und Männern sah es natürlich auch so aus, dass Frauen vielfach, was die Arbeit mit Kindern betrifft, beziehungsweise auch die Sorgearbeit für pflegebedürftige Angehörige, vielfach doch stärker auf den Schultern der Frau lag. Was wir so geerbt haben aus dem, wenn Sie das so Erbe nennen mögen, aus den alten Bundesländern ist generell, dass Frauen viel weniger am Arbeitsmarkt beteiligt waren als die Frauen in der DDR. Also da sind die Frauen in der DDR wirklich besser gestellt gewesen. Und das ist etwas, was uns heute auch noch als Thema immer wieder begleitet, wenn es um gleiche Teilhabechancen von Frauen am Erwerbsleben geht. Vor 100 Jahren gingen Frauen auf die Straße, um für ihr Wahlrecht zu kämpfen. Heute ist in Deutschland eine von Frauen und Männern gewählte Bundeskanzlerin an der Macht. Auch in Mecklenburg-Vorpommern bekleidet eine Ministerpräsidentin das höchste Amt. Das heißt aber längst nicht, dass Frauenrechte in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens erfolgreich durchgesetzt sind. Parität bedeutet Gleichberechtigung, gleiche Sitzverteilung, gleiche Repräsentanz in einem politischen Gremium. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass der Bevölkerungsdurchschnitt, so wie er ist, einfach abgebildet werden sollte in einem Parlament. Und wenn wir 50-50 Männer-Frauen haben, wäre es einfach sinnvoll und eigentlich auch gerecht, wenn wir 50-50 auch im Parlament hätten. Ein weiteres wichtiges Themenfeld findet sich bei Frauen aus anderen Kulturkreisen wieder. Traditionell starke Männerdominanz, religiöse Vorschriften, Sprachbarrieren und nicht selten eine fehlende Aufklärung bilden in Gänze einen konfliktbeladenen Problemkreis. An dieser Stelle fühlt sich die Politik gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Frauenorganisationen berufen, einzugreifen. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, sie einfach nochmal zu stärken, sich auch wirklich hinzustellen und zu sagen, du hast das Recht dazu. Du musst kein Kopftuch tragen, du kannst, wenn du willst, du musst aber nicht. Du kannst dein eigenes Leben nach bestem Wissen und Gewissen leben und musst dich nicht von irgendjemandem sagen lassen, was du tun sollst. Vor 100 Jahren haben Frauen bewiesen, dass sie sich ihres Rechtes bewusst sind und dafür mutig kämpfen können. Im heutigen Deutschland ist die Gleichberechtigung und die Gleichstellung von Mann und Frau im Grundgesetz fest verankert. Nun geht es darum, für konkrete Probleme konkrete Lösungen zu finden. Natürlich mit aktiver Frauenbeteiligung. Ich werbe sehr dafür, dass wir auch Frauen noch für die kommunale Politik finden. Da gute Rahmenbedingungen zu schaffen, neben dem Wahlrecht, ist natürlich etwas, was wir nach 100 Jahren immer noch auf der Agenda haben. Wenn man sich anschaut, mit welchen Forderungen die Frauen vor 100 Jahren gestartet sind, dann ist die eine oder andere Forderung noch aktuell.
Du sollst aus dem unerwarteten und schweren Recht als Bürgerin zu wählen eine gewissenhaft erfüllte Pflicht machen. So lautet das erste der 10 Gebote zum Frauenwahlrecht. Eine Botschaft, die auch nach einem ganzen Jahrhundert durchaus aktuell klingt.